Am 26. November 2013 fand im Landhaus in Innsbruck die Verleihung des Prädikats ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb statt. Insgesamt 58 Betriebe, die sich um die Lehrlingsausbildung verdient gemacht haben, können sich nun bis 2016 mit dieser ehrenvollen Auszeichnung schmücken. Ich denke, eine ganz tolle Leistung. Das ist ja keine Ehrung sozusagen, sondern man muss sich das entsprechend verdienen. Es gibt eine Jury, die entsprechend sich das anschaut, und die Betriebe müssen also nachweisen, dass sie die entsprechende Infrastruktur, auch die entsprechende Qualität in der Ausbildung leisten können. Und ich glaube, es ist ein ganz toller Beitrag auch der Firmen, hier junge Leute auszubilden, natürlich auch im Eigeninteresse, um Fachkräfte heranzubilden. Und da wird ganz Großartiges in den Tiroler Betrieben geleistet. Die Prädikate wurden durch Arbeitslandesrat Johannes Tratter im Beisein von Wirtschaftslandesrätin Patricia Zoller-Frischauf, Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer und Erwin Zangerl, dem Präsidenten der Arbeiterkammer, verliehen. Man weiß ja, dass es sowohl in der Mitarbeiterführung als auch sonst im Umgang nämlich das Thema Wertschätzung eine wichtige Stellung hat. Und das Land Tirol hat in dem ganzen Bereich Lehrling, duale Ausbildung mehrere Auszeichnungen bzw. Zertifizierungen, die diese Wertschätzung ausdrücken. Ob jetzt Lehrling des Monats, Lehrling des Jahres dann letztendlich oder auch eine Zertifizierung für Lehrlingsausbilderinnen zum Beispiel oder eben wie heute für die Lehrbetriebe. Und das soll auch diese Wertschätzung des Landes Tirol, aber auch der Sozialpartner, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, sind die hier große Partner des Landes, soll diese Wertschätzung ausdrücken und den Unternehmen und den Betroffenen mitgeben. Und ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass man diese Arbeit, die hier geleistet wird, auch wertschätzt. Das Prädikat ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb wurde erstmals im Jahr 2000 vom Land Tirol gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer vergeben. Ziel der gemeinsamen Initiative ist es, den Qualitätswettbewerb unter den Lehrbetrieben zu fördern und den Wert einer guten Lehrlingsausbildung hervorzuheben. Für die Erstverleihung und die Verlängerung der Auszeichnung gelten strenge Maßstäbe. So muss ein Betrieb über die für die Ausbildung erforderliche Organisation und Ausstattung verfügen und bereits über einen längeren Zeitraum erfolgreich Lehrlinge ausbilden. Jeder Tiroler Lehrbetrieb kann einen entsprechenden Antrag stellen. Die Verleihung erfolgt dann auf Vorschlag einer Jury mit Beschluss der Tiroler Landesregierung. Ich bin sehr stolz auf die Arbeitnehmerinnen in Tirol und natürlich stolz auf die Betriebe, denn nur miteinander kann man den Wirtschaftsstandort weiterentwickeln, nur so können Arbeitsplätze entstehen, und in dem Sinn bin ich sehr, sehr stolz auf alle Menschen und auf den Wirtschaftsstandort Tirol.